Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Archelos. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir unseren toten Bruder gefunden. Tragisch, aber ich hab's mir schon irgendwie gedacht. Was geht denn hier ab? Jetzt bist du dran. Der Wichser mit seinem dreckigen Bogen hier wieder. Du hättest nie mehr kommen dürfen. Oh. Stehen geblieben, du Eierkopf. Ja, wie gesagt, tragischer Tod vom Bruder. Aber ich hab's mir schon irgendwie gedacht. Weil wenn er jetzt noch am Leben gewesen wäre und wir hätten den gefunden, der hätte er uns alles erzählen können und dann hätten wir alles auffliegen lassen können und er wäre unser Zeuge gewesen. Daher war es an sich logisch. Jetzt habe ich schon wieder Schaden gefressen wie Sau. Mit seinen Schuhen im Bogen da, ey. Okay. Hier haben wir einen Teleporter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück in die Stadt. Weil wir haben hier noch einige Quests. So, wir müssen nämlich erstmal Roderich Bescheid sagen. Wir haben das Problem mit den Rüstungen. Alle Licht. Weiger. Ich habe meinen Bruder gefunden. Er ist tot. Was meinst du? Wo hast du ihn gefunden? Er wurde in einem versteckten Raum unter einem der Hafenlagerhäuser festgehalten. Leider habe ich ihn zu spät gefunden. Ich konnte nichts mehr tun. Junge, tut mir das leid. Ich habe die ganze Zeit daran geglaubt, dass du ihn gesund und munter finden würdest. Weißt du, wer dafür verantwortlich ist? Nun, das Lagerhaus gehört dem Wucherer, aber einer seiner Männer behauptet, dass er zu der Zeit in seiner Villa war. Volker? Und was soll ich damit machen, deiner Meinung nach? Schick Männer, um den Ort zu durchsuchen. Dann werden wir sehen. Das private Lagerhaus eines der wohlhabendsten Einwohner der Stadt durchsuchen, ohne dass es handfeste Beweise gibt. Die Wache hat ihre eigenen Probleme. Ja. Und jetzt sollen wir uns mit Volker anlegen? Tut mir leid, Marvin, aber das Risiko kann ich nicht eingehen. Vor allem jetzt, wo der königliche Gesandte hier ist und dafür sorgt, dass dem größten Steuerzahler der ganzen Insel kein einziges Haar gekrümmt wird. Was hätte ich mir denken können? Bruder selbst. Wenn Volker, wenn wir keine Beweise finden, Volker, den Mord anzuhängen. Das ganze Lagerhaus ist voller Leichen, Alter. Du als Stadtwache müsstest da an sich reinmarschieren und alt Hops nehmen. Unfassbar. Wegen der neuen Rüstung. Konntest du etwas dagegen unternehmen? Ich bedauere, berichten zu müssen, dass die neue Ausrüstung nicht benutzbar ist. Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Am besten überzeugst du dich selbst. Verrostet. Ich werde diese Ausrüstung nicht akzeptieren, auch wenn es mich meinen Kopf kostet. Ich war bei der Lagerhausinspektion. Die Rüstungen sehen alle so aus. Wie konnte Gräs nur ein solches Versehen passieren? Moment, das ist nicht Gräs Versehen, oder? Sabotage? Das ist ein schwerwiegender Vorwurf, Hauptmann. Schade, dass wir jetzt keine Zeit haben, die Angelegenheit gründlich zu untersuchen. Du wirst jetzt zu Gräsen gehen und ihm sagen, dass ich den Austausch aufgrund des Zustands der gelieferten Ausrüstung ablehne. Mit dem größten Vergnügen. Und wenn du wieder zurück bist, möchte ich ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Und, hab Dank, dass du mich über dieses Problem informiert hast. Avid gebührt ebenfalls Dank. Wir werden alles genauestens besprechen, wenn du wieder zurück bist. Los! Ja, ja, denn dann kannst du auch in den Arsch schieben. Für mich hast du an sich gar nichts gemacht. Ich habe mich der Stadtwache angeschlossen, weil ich Hilfe brauchte, um meinen Bruder zu finden. Das ist ja interessant. Was habt ihr gemacht? Die Eier geschaukelt. Nichts habt ihr gemacht. Wirklich gar nichts. Der Roderich, Junge, der kann für mich auch hops gehen. Der ist mir noch ein bisschen sympathisch, ja. Aber wirklich, der hat ja nichts gemacht. Also, ihr dummen Wichser hier.
alle unsympathisch wie Scheiße. Meine Meinung kennst du ja schon. Das ist für alle schwer. Besonders für mich. So, der Typ war ja so oben, oder? Ja. So, wir speichern auf der 1. Hey du. Was die Sache mit der neuen Ausrüstung angeht. Du hast ganz schön lange gebraucht. Wagt Roderich sich zu weigern? Roderich hat mir befohlen zu übermitteln, dass er die von eurer Exzellenz angebotene Ausrüstung nicht annehmen wird. Wie bitte? Dann ist dies Roderichs letzter Tag als Kommandant der Stadtwache. Ihr missversteht mich, Exzellenz. Der Kommandant hat sich geweigert, die Ausrüstung zu vereinheitlichen, weil sie sich in einem schlechten Zustand befindet. Was stimmt damit nicht? Hier, so sieht das Muster aus, das ich bekommen habe. Ich habe auch nachgesehen, ob das für einzelne Teile oder die ganze Lieferung gilt. Mit Ausnahme der ersten Kiste, die in die Kaserne geliefert wurde, sind alle Rüstungen verrostet. Das ist unmöglich. Ich habe befohlen, sie zu bewachen. Daran wage ich nicht zu bezweifeln. Andererseits bleibt die Tatsache bestehen, dass die Wache in diesem Fall ihre Ausrüstung nicht aufgeben kann. Das muss ich noch genau untersuchen lassen. Aber unter den gegebenen Umständen bin ich gezwungen, die Vereinheitlichung auf ein anderes Mal zu verschieben. Aufschieben? Ich komme mindestens einmal im Jahr nach Acholus. Bei meinem nächsten Besuch werde ich persönlich dafür sorgen, dass sich die Situation nicht wiederholt. Ich verstehe, dass dies eine Nachricht an den Kommandanten ist. Sag Roderich Folgendes. Die Vereinheitlichung der Ausrüstung wird verschoben, höchstwahrscheinlich bis zu meinem nächsten Besuch. In der Zwischenzeit werde ich die Ausrüstung durch Schmiede reparieren lassen, wenn möglich. Als Entschädigung für die Probleme verspreche ich, einige Kisten speziell für Acholos fertigen zu lassen. Was wäre, wenn ich einen Schmied finde? Ich habe Beziehungen in der Stadt. Du kennst also Otgar. Lass ihn das machen, aber lass ihn die finanziellen Fragen mit mir persönlich besprechen. Gib mir nur eine ungefähre Schätzung, wie viel Zeit er für den Auftrag benötigen wird. Verstanden. Ich komme zurück, sobald ich mit ihm gesprochen habe. Geil. Naja, gut. War eigentlich klar von Anfang an, dass die ganze Sache nur aufgeschoben wird. Aber bis nächstes Jahr, ob ich da noch bei der Stadtwache bin, soll nicht mein Problem sein, wa? Otgar. Wir müssen hier raus, dann sind wir natürlich schon fast da, oder? Ah, die Stille, dann schweig endlich. Hey. Jason hat mich geschickt. Wenn das stimmt, kann ich eine große Bestellung erwarten. Sieh dir das an. Wie lange wirst du brauchen, um es zu reparieren? Völlig verrostet. Moment mal, das ist keine Rost. Was wird hier gespielt? Sei still, du Narr. Willst du doppelt verdienen? Wer würde das nicht? Vielleicht möchtest du mir erklären, was es damit auf sich hat. Grayson will diese Rüstungen für den Einsatz in der Wache einführen. Wie du dir denken kannst, hat uns das in der Wache nicht besonders gefallen. Das ist keine gute Arbeit. Billiger Ersatz im Vergleich zu dem, was ihr jetzt habt. Hier ist der Plan. Du nimmst einen Auftrag von Grayson an und wirst die finanziellen Bedingungen mit ihm persönlich besprechen. Sag ihm bitte, dass du ein paar Monate brauchst, um alle Teile in Ordnung zu bringen. Roderich und der Rest der Wache werden sich sicher revanchieren. Ich arbeite jetzt schon so viele Jahre mit der Wache zusammen, es wäre eine Schande, einen solchen Kunden zu verlieren. Einverstanden. Aber sag Roderich, er soll einen dicken Goldbeutel bereithalten. Sag Grayson, dass ich so schnell wie möglich da sein werde. So, dann gehen wir mal schnell zu Roderich, sagen ihm Bescheid. Hoppla, was war denn das? Marvin hat einen kleinen Schlaganfall. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert.
Okay, dann müssen wir erstmal zu Grayson. So eine Scheiße, ich dachte, ich sag erstmal Roderich Bescheid. Hätte ich mir den Weg auch sparen können. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Hey. Ich habe mit Obda gesprochen. Und? Er nimmt die Aufgabe an und bat darum mitzuteilen, dass er wahrscheinlich ein paar Monate dafür brauchen wird. Er wird vorbeischauen, sobald die Pflicht es ihm erlaubt, die Schmiede zu verlassen. Du hast gute Arbeit geleistet. Du kannst deinem befehlshabenden Offizier super. Bericht erstatten. Jawohl. Marvin, wenn du ein zusätzliches Einkommen brauchst, melde dich später bei mir. Ich brauche talentierte Leute wie dich. Auch diejenigen, die sich für schlauer halten, als sie wirklich sind. Ich verstehe nicht. Glaubst du wirklich, dass dies die erste Stadtwache ist, die herausgefunden hat, wie man die Vereinheitlichung umgehen kann? Neben Acholos besuche ich auch andere Gegenden des Königreichs. In jedem von ihnen gibt es einen Roderich. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, dass die Ausrüstung zu Schrott geworden ist und ich kann deine Beteiligung daran nicht beweisen. Ich muss allerdings zugeben, dass du der Erste bist, der es geschafft hat, mich zu überlisten. Ich bin fast beeindruckt. Ich habe nicht. Um unsere zukünftigen Zusammenarbeit willen wollen wir nicht mehr darüber sprechen. Sprich auch nicht mit Roderich darüber. Du hast einfach Glück, dass es dringendere Angelegenheiten gibt als eure Rüstungen. Ich lade dich ein, zurückzukommen, zur richtigen Zeit. Okay, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass der uns durchschaut. Kluger Typ. Heißt wohl mit Nachnamen Light Yagami. Oder vielleicht wie Britannia. Hahaha, nee. So, Roderich, jetzt aber. Der muss ich auch denken, was stört dem Wichser mich denn andauernd? Ich will einfach nur fertig. Ist dir klar, dass du uns alle in Gefahr gebracht hast? Im Gegensatz zum Rest habe ich etwas unternommen. Marvin und ich. Wenn man vom Teufel spricht. Na wie, darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen. Wegtreten. Jawohl. Für den König. Oder wo willst du denn schon wieder hin, Junge? Warte mal. Stehen geblieben. Kommst du von Grayson? Ja, ich habe Neuigkeiten. Nee, aus dem Puff. Gute, aber auch schlechte. Beginne mit den schlechten. Die schlechte Nachricht ist, dass Otgar herausgefunden hat, dass die Rüstung in einem besseren Zustand ist, als sie den Anschein macht. Wie meinst du das? Sie sind bereits vom Rost zerfressen. Sie sehen nur so aus. Avid hatte die Idee, dass wir mit der Unterstützung eines Alchemisten Grayson überlisten könnten. Der Plan hat im Großen und Ganzen funktioniert. Abgesehen davon, dass wir Utgar für sein Schweigen bezahlen müssen. Ich bin bereit, für das gute Ansehen der Wache eine Menge Gold zu bezahlen. Mach dir darüber keine Gedanken. Die Vereinheitlichung ist aufgeschoben. Grayson wird dieses Thema bei seinem nächsten Besuch aber wieder aufgreifen. In diesem Fall ist die Zeit mit uns. Die Situation könnte sich bis zu seinem nächsten Besuch geändert haben. Oder wir könnten sogar einen Nutzen für diese Scheiße finden. Du hast gute Arbeit geleistet, du beeindruckst mich. Ohne Avids Hilfe hätte ich gar nichts erreicht. Es ist deshalb höchste Zeit, dass der Junge befördert wird. Wenn du mit ihm sprichst, kannst du ihm eine Entscheidung mitteilen. Zurück zu dir. Ich danke dir so sehr. Das bedeutet mir sehr viel. Naja, gleich lutscht er mir die Eier, Junge. Ist ja gut jetzt. Hättest du mir bei dir helfen, bei meinem Bruder suchen. Sind wir mal. Schönes Dankeschön gewesen. Nicht der Rede wert. Doch, das ist es. Du hast dir deine Belohnung verdient. Hier, das ist für dich. Wisse, dass auch du geil. Einen Schritt in Richtung Beförderung gemacht hast. Wenn du dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhst, erwartet dich eine große Zukunft in unseren Reihen. 500 Gold. Aber genug der Komplimente. Zurück an die Arbeit. Wie läuft's? Die Wirtschaft der Insel kann nicht mehr lange durchhalten. Selbst Acholos kann eine solche Anzahl von Neuankömmlingen von anderen Inseln nicht unterbringen. Ja, ja, dann frag mal Olaf Scholz, wie der das so macht. Arvid? Hey, herzlichen Glückwunsch. Wofür? Du hast die ganze Arbeit gemacht.
Roderich hat mich gebeten, dir mitzuteilen, dass du bald befördert wirst. Das ist eine Überraschung. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Es war mir eine Freude. Das Wichtigste ist, dass wir nicht in diesen Kleidern rumspazieren müssen. Zumindest eine Zeit lang. Viel Glück, Marvin. Wenn du etwas brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich weiß. Danke. Okay, sind wir fertig. Dienst der Majestät. Okay, wahrscheinlich schickt ihr mir einen Boten oder so. So, wir kommen jetzt erstmal in einen Boxring. Hey du. Susanne! Ich hoffe, dass dein Anliegen keine Zeitverschwendung sein wird. Mach den Mund zu und zeig mir deine Sonderangebote. Zeig mir dein Sonderangebot. Wähle aus, was dich interessiert. So, der andere Boxring, wo ist er? Ring der Wassermagier. Ach du Scheiße, was ist das für ein Müll hier? Ring von Archelos? Boxring, da ist er. Den nehmen wir mit. Nee, ja, den Rest kannst du behalten. Naja. So, dann ab an den Hafen. Ich hab so einiges gehört. Und es wird noch viel schlimmer. Ich bin mir sicher. Wir machen jetzt die restlichen Boxkämpfe. Ich hoffe, das klappt jetzt. Aber mit den beiden Ringen sollte ich ja mehr Schaden machen. Schöne Schlagringe. Wo war denn der Schuppen? Wie schaffst du das? Hier. So, jetzt ziehen wir mal die Boxringe an, die Bienen. Wo sind sie? Eins, zwei. So, jetzt futtern wir noch was. Lecker. Jetzt wird hier gespeichert, dann haben wir ein paar Leute noch die Fresse. So, Alena. Hey, du. Kann ich in der Arena kämpfen? Du hast Glück, ich habe heute einen passenden Gegner für dich gefunden. Heute Abend wird es einen Faustkampf geben. Ich habe mir eine etwas ungewöhnlichere Kampfidee ausgedacht. Du wirst gegen zwei Gegner gleichzeitig antreten. Sie sind vielleicht nicht sehr stark und haben keine außergewöhnliche Technik, aber sie kämpfen wie Brüder. Du gegen die beiden mit bloßen Fäusten, wie wär's? Der Einsatz ist 300 Goldstücke. Okay. Also bist du dabei? Ja, Mann. Ich würde es gerne versuchen. Viel Glück. So, ihr Wichser. Kriegt auf die Fresse, hoffentlich. Jetzt krieg ich. Macht überhaupt keinen Unterschied. Kommt der Mensch her. Jetzt hab ich die Schlagdinger angelegt. Hä, wie soll denn das gehen? Das schaffe ich ja nie. Warte mal. Jetzt mal ohne Witz, wie soll denn das gehen? Wozu habe ich diese scheiß Boxringe gekauft?
Wenn du zwei Boxringe trägst und keine Waffe angelegt hast, erhöht sich die Stärke um das Vielfache. Zieh mal die Armbrust auch ab. Du wirst stärker. Hey, du. Ja, der bringt nichts gebracht gerade. Naja, Schnauze jetzt hier. Ah, jetzt. Wollte schon sagen. Ich will 1000 Gold aussehen, wie scheiß Ringe. Schön. Gar nicht mal so schlecht. Ich hätte nicht erwartet, dass du so gut abschneidest. Hier ist deine Belohnung. Hier ist noch etwas mehr, um dich zu ermutigen. Gürtel der Kraft. Okay, ruhig nicht mehr. So, welche Ringe hat ihn gerade angelegt überhaupt? Ist jetzt die große Frage. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich den hier. Scheiße, wen hatte ich denn angelegt? Scheiße. Den hier, glaube ich, oder? Ring der Erleuchtung. Ring der Erleuchtung auf jeden Fall. Der macht ja gut Schaden. Ach nee, hier. Violetter Stein, den hatte ich. So, die beiden. Die kommen hin. So, jetzt die Waffen. Warte mal, ich heile mich erstmal. Ich mache ein Nickerchen. Bis zum nächsten Abend. Hey du. Kann ich in der Arena kämpfen? Du hast Glück. Ich habe heute einen passenden Gegner für dich gefunden. Heute Abend wird es einen Faustkampf geben. Du bist einer der anerkanntesten Kämpfer in meiner Arena. Viele Stammgäste haben schon lange auf diesen Kampf gewartet. Ich möchte, dass du gegen einen der Wolfshöhne antrittst. Ich warne dich, dieser Kerl ist hart wie ein Stein und er schlägt noch härter zu. Der Einsatz ist 500 Goldstücke. Also bist du dabei? Ich würde es gerne versuchen. Viel Glück. So, schnell mal ablegen hier. Kein Problem. Mit deinen Fähigkeiten wirst du es sicher weit bringen. Hier ist deine Belohnung, du hast sie dir verdient. Komm bald wieder zu mir. Ich muss jemanden finden, der es mit dir aufnehmen kann. Hier ist deine Belohnung. Rosengold. Schön. So, wie ein Nickerchen. Hey du. Kann ich in der Arena kämpfen? Heute Abend wird ein bisschen mehr Blut gebraucht. Ihr werdet mit Waffen kämpfen. Ich habe endlich jemand Passendes gefunden. Dieser Berg aus Fleisch und Metall kam direkt aus Nordmar hierher. Wenn du ihn schlagen kannst, weiß ich selbst nicht, wer dich noch aufhalten kann. Und pass auf, der Kerl ist ein bisschen unberechenbar. Der Einsatz ist 1000 Goldstücke. Also bist du dabei? Ich würde es gerne versuchen. Viel Glück.
So, jetzt schnell. Moment noch. Bin gleich ready. Mich fast hier one-shottet. Das ist unglaublich. Erst kommst du zu mir und kannst kaum einen Faustkampf ausfechten und jetzt legst du sogar einen Nordmacher um. Dieser Kampf hat mir ein kleines Vermögen eingebracht. Ich habe hier etwas Besonderes für dich. Ach ja, Blaui. Hier ist deine Belohnung. Nee, Alenas Schwert. Wie ist das Leben? Das Geschäft läuft so gut wie immer. Hab keine Angst, Junge, ich vergesse dich nicht. Bald wird unser Leben ganz anders aussehen. Hm, zusammen in der Villa. Ich denke mal, Schwert. Ah, das ist ein Einhänder. Ja, auch nicht schlecht. Quest am Wurf fertig. Schön. Dann sind wir in der Hauptstadt erstmal fertig, würde ich sagen. Geh zu den Wassermagiern. Nee, oder wo mussten wir hin? Zu Valeos Weingut. Das ist eine schlimme Sache. Aber der meinte, er kann auch woanders hingehen. Wo waren das nochmal? Scheiße, ich hab Alzheimer. Möglich ist etwas anders gemacht. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Die Chancen stehen sehr gut. Wo konnte ich noch hingehen? Wo hast du das denn schon wieder? Die Piraten? Ach, Fabio! Da konnte ich hingehen. Ja, teleportiert mich da gleich mal hin, würde ich sagen. Wir konnten zu den Piraten gehen, aber die haben wir schon umgebracht und zu Fabio. Fabio lebt noch, also gehen wir dahin. Ab zum Wolfsbau. Eine Stufe. Dann können wir Alchemie lernen. Meister. Dann kann ich mir schöne Stärketränke und so herstellen. Oh, das schmeckt. Man erzählt sich ja so einiges. So, wir sprinten mal ein bisschen. Das dauert ja. Na, warte mal, wir können mal ganz schneller machen. Den Weg haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Wir müssen nämlich zum Sumpf. Doch, hätte ich auch den Läufer nehmen können. Na gut. So, wo ist Fabio? Wo sind denn alle? Fabio, wo hast du deine Leute jetzt wieder hingeführt? Eine sehr gute Frage. Ey, die gehen mir alle auf den Sack. Jedes Mal, wenn ich irgendeine Dringlichkeit habe, sind sie nicht da. Oder irgendwelche Probleme. Wir speichern mal.
Ja, natürlich trifft er mich noch. Hier ist eine Höhle. Kleiner Köcher mit Bolzen. Ich höre hier doch wen. Ein paar Skelette, oder? Jo! Rückzug! Da. Erstmal die Goblins. Also die Axt macht schon gut Schaden. Problem ist einfach, die hat null Reichweite gefühlt. Als ob ich einen Einhänder tragen würde. Ihr dummen Wichser mit euren Bögen! Mit der Runden heilen. Ich dachte, das ist der Runstein. Umlett der Magie. Ah, wir nehmen mal einen Trank. Da haben wir die Teleporter-Runde. Und eine dicke Armbrust. Schön. Ja, das war besser hier von John. Die hat mehr Rüstungsdurchdringung. Batman greift an! Mann, Junge, trifft das ordentlich. Der haut immer wie so ein Spaß zu, Alter, wirklich. Regt mich so auf. Seid eine Dreckshit. Geht doch. Anscheinend. Mein Gott, treffen ist ohne Kunst, wa? Manchmal reicht mir schon ein bisschen auf, muss ich sagen. Diese eine Animation beim Kämpfen, regt mich so auf, wo er mit der Waffe so über seinen Kopf ausholt und erstmal eine Ewigkeit braucht, um zuzuschlagen, wirklich. Und ich bin Meister. Kann nicht sein. Da in der Zeit krieg ich halt so viel Rinn. So, ich höre auf jeden Fall noch ein paar Skelette hier. Wo sind denn die Wichser? Über mir anscheinend. Ach, hier geht's ja noch weiter, stimmt ja.
Hier sogar eine Tür. Wir gucken erstmal hier. Okay, da ist nichts weiter. Da ist also das Skelett, das hier stehen. Jetzt sind Bogenschütze wieder. Ah, ich hab eine Decke, der Wichser. Nee. Okay, aber den Schuppen auf hier. Ja. Wer hackt denn hier, verdammte Scheiße? Fabio, bist du das? Oder ist es Batman? Einfach ein Geist. Komm raus. Ich weiß, dass du da bist. Ich wette, wenn ich an die Truhe gehe, dann greift er mich an. Rubinklinge, na ja, ein Einhänder. Ein Henker. Schädelbrecher. Wow. Ich könnte auch, dass er mich angreift. Zeig mal her. Geile Wa. Scheiß Griff geschickt geht das. Wollte gerade sagen, 97 Stärke fehlt mir noch. Willst du mich verarschen? Wegen Unsichtbarkeitstrank oder sowas? Stärkung. Schnelligkeit. Mittel für Jorn. Kann ich mir jetzt auch sonst wohin schieben? Nee, leider nicht. Naja, gut. Schleichen funktioniert nicht. Dann sind wir hier fertig. Na, wer seid ihr denn? Na, kleine Opfer. Schöner Soundpack. Hier fällt mir. Oder auch nicht. Geht doch. Man muss sich einfach mal beschweren. Sumpfgasdrohne. Euch habe ich nicht so Lust, muss ich sagen. Treffen trug aber nicht. Schön. Ach Marvin, Junge. So, hier sind noch ein paar Zombies. Ist mir so ein kleiner Sumpf, wa? Obwohl, der könnte noch recht weitläufig sein.
Mysteriöser Händler. Haben die Zombies sowas? Ich glaube nicht, nee. Ja, gute Erfahrung, das haben sie. Na du? Ön, Wanderer, ich habe ein paar interessante Dinge ausgegraben. Es sind Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Ich verkaufe diese Pokale günstig. Dafür bekommst du in der Stadt viel Gold. Ja, genau. Ich möchte einen Pokal kaufen. Oh ja, hier. Alter Goldkelch. Ein Kelch aus einer vergessenen Ära. Er ist sauber, aber riecht sonderbar. Er muss erst vor kurzem ausgegraben worden sein. Viele Juweliere und Sammler würden ein Vermögen zahlen, um ihn anfassen zu dürfen. Ich möchte einen Pokal kaufen. Oh ja, hier. 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 Als ob? Okay. Wie Feuerkelche waren das immer? Ich möchte einen Pokal kaufen. Oh ja, hier. Ich möchte einen Pokal kaufen. Oh ja, hier. Ja, okay, reicht. Aber wir kaufen mal 10. Ich möchte einen Pokal kaufen. Oh ja. 8. 9. 10. 1000 Gold ausgeben jetzt. Bin mal gespannt, was die mir bringen. Und wo komme ich jetzt hier hin? Zu Skeletten auf jeden Fall. Hallo, dreh ich doch mal meine Maus spinnt. Alter, das trefft doch irgendwas mal. Hab null Reichweite mit der scheiß Axt. Dann kann ich auch auf eine Hand gehen. Bin ich schneller. Babytroll ist da hinten. Ein Sumpftroll. Uschis Schwert. Wieder so ein krasser Einhänder. Mein Gott. Gib mir zwei Händer. Okay, der sitzt weg. Ich nehme erstmal einen Trank vor die zwei Lederbeutel auf. 10 Goldmünzen. Geil. Halbes Vermögen. Na, wer will mich hier überraschen? Nimm mal die Waffe, Mann! Die Taste schon gedrückt. Wer zum Fick bist du denn? Was ziehst du für eine Grimasse? Hast du auf eine Zitrone gebissen? Ist es so seltsam, dass ein Mann versucht, seine letzte Ruhe vorzubereiten? Wer bist du? Mein Name ist Fien und ich bin... Nun, wer bin ich? Eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wer ich war, als ich noch lebte. Aber das ist jetzt wohl auch egal.
Was machst du hier? Ist das nicht offensichtlich? Ich versuche, meinen Körper zu verlassen. Oder zumindest das, was von ihm übrig ist. Bist du tot? Siehst du das nicht? Ich bin nur noch ein Haufen Knochen, aber trotzdem kann ich nicht in Ruhe in Belias Reich gehen. Wenn der einzige Grund, warum du mich störst, Neugier ist, dann lass mich bitte in Frieden ruhen. Warum verhältst du dich nicht wie andere Skelette? Alle, denen ich bisher begegnet bin, haben sich sofort mit gezogener Waffe auf mich gestürzt. Ach. Wie du sehen kannst, besitze ich nicht einmal eine Waffe. Außerdem liegt es nicht in meiner Natur, Fremde zu verfolgen. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Du? Einem toten Mann helfen? Ein Dorfjunge, der nicht viel vom Leben weiß? Bring mich nicht zum Lachen, sonst brechen meine Knochen. In diesem Fall wünsche ich dir viel Glück beim Sterben. Ist ja gut, warte. Vielleicht kannst du mir tatsächlich helfen. Sag mir, kannst du Hatsu schlagen? Gelegentlich gebe ich die eine oder andere Ohrfeige. Ach, na gut. Man soll ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Zeig mir, was du drauf hast. Schlag mich so hart du kannst. Ah, da brauche ich wahrscheinlich Magie, wa? Das hätte ich mir denken können. Ich schätze, es bleibt nichts anderes übrig, als nach einer anderen Lösung zu suchen. Wir machen erstmal hier die Viecher. Ey! Das sind meine Gegner. Die machen auch nicht noch Schaden, scheiße. Sind ja auch recht viele. Kommt ja alle her. Ewige Ruhe, meine Schläge scheinen Fane nicht zu schaden. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ihm nur zu helfen, als die Welt zu verlassen. Wenn ich mit einer normalen Waffe nicht schaffe, sollte ich vielleicht mit Magie versuchen. Ja, sag ich ja. Was ist denn hier los? Habe ich irgendwie Tote vernichten oder so ein Scheiß? Telekinese kann weg. Böses Vernichten. Probieren wir mal böses Vernichten. Mann, der Scheiß jetzt schon wieder. Mein Gott. Wird beschwören. Ja. Hat geklappt? Banes Amulett. Ja. Ist nicht schlecht, aber ich will lieber Damage haben, die 5 Stärke. Möge in Frieden ruhen. Aber ihr weniger hier, euch mache ich fertig. Mistviecher. Marvin, die bewegt sich nicht. Du wirst die doch treffen können. Geht doch. Ah, nur 3 Stück. Na, hat doch geklappt. Für die Chinese, schön. Mein Gott, ist noch mehr. Hier wird nicht.
Scheiße, ich kann man nicht sehen, dass ich das Leben noch hatte. Kacke, Mann. So, nochmal gleiches Spielchen, wir. Erstmal die Drohnen. Marvin, bitte! Ey, das kann nicht sein. Der will mich doch verarschen. So, wo sind die Drohnen jetzt? Er war despawned. Ach nee, die haben die selber gekillt. Okay, wir haben irgendwo Gegner. Die sind Zombies. Die nehmen wir mit. Ach du Scheiße, aber nicht alle auf einmal bitte. Schon wieder. Nehmen wir einen Trank. Ja, die große Frage ist aber auch, wo ist denn Fabio jetzt hin? Ich weiß, der eine Holzfäller war es. Die Erfahrung will ich mir nicht entgehen lassen, bin ich ganz ehrlich. Für ihn so einen Lappen 300 Erfahrung, das ist recht viel. Was machst du, Mann? Bitte nicht so schlagen, schlag ganz normal. Genau deswegen mache ich das. Jetzt kann ich zum Beispiel Alchemie lernen und kann die Tränke erstellen. Schön Stärke und Lebenstränke. Oh, ist das geil, Leute. Sind doch fast durch. Durch ein paar Zombies. Durch einen Sumpf. Ich habe gehört. Hallo, Marvin? Hallo? Der reagiert wieder nicht auf mich, der Wichser. Hallo, hier bitte auch nach vorne zu laufen. Geht doch. Das Goblin-Skelette. So ein Teufel, wie bin ich denn hier? So, ist hier unten noch irgendwer? Ne, anscheinend nicht.
Dann gucken wir mal da oben. Blitzschlag habe ich bekommen. Ey, die Waffe ist so scheiße kurz. Ich will einen Zweihänder wieder haben. Richtigen schönen langen Zweihänder, ey. Wirklich. Äxte sind sogar vom Beschissen. Der fällt eh runter, oder? Nee, doch nicht. Ja gut, aber wirklich hier oben. Ah, verdächtiges Metzgerbeiß. Jetzt haben wir alle vier, Leute. Was mache ich jetzt damit? Lucy, Mickey. Ja, okay, in Ordnung. Ey, kann nicht sein. Okay, dann sind wir hier durch, oder? Durch den Sumpf. Muss noch das eine kleine Stückchen, was wo sie mich umgebracht haben. Die Fliegen. Aber die hole ich mir natürlich noch. Dann geh ich mal zurück zu den Holzfällern, weil ich weiß einer, wo die alle hin sind. Weil Spuren gibt es hier anscheinend keine. Davon nehmen wir aber noch einen Heiltrank. Durch die Wand auch noch. Junge, jetzt trifft irgendwas, bitte. Junge, warum schießt der Schild wieder weiter? Die ficken mich schon wieder hier alle. Doch nicht. Meine Güte, ey. Da treffen die mich erstmal 20 Mal durch die Wand. Komplette Verarsche. So, ein Trank bitte. Sicher ist sicher. Ist hier noch irgendwer lauert? Wo zum Fick bin ich denn jetzt hier? Ja, komm erstmal her. Mann, Marvin, kritte doch einfach. Dann. Ah, ich weiß, wo wir sind. Kurz vor den Holzfällern. Perfekt. Da wollte ich ja eh hin.
So, Kollege, weißt du Bescheid, wo die hin sind? Wo ist er denn? Knut war nicht, der war der andere. Ja, hier. Warte mal. Was gibt's Neues? Wäre der Auftrag im Sumpf nicht gewesen, hätte mich die Routine wahrscheinlich umgebracht. Naja, es sei denn, ein Snipper wäre dem zuvor gekommen. Okay, der weitet auch nicht. Schade, schade, schade. Aber immerhin können wir jetzt Alchemie lernen. Ich habe die Folge zwar ziemlich verschwendet jetzt mit dem Kämpfen jetzt hier im Sumpf, aber gab ein Level. Ist so ein kleiner Trost. Ich frage mich ja auch, ob Ivy zu den Feinden gehört. Die an sich arbeitet ja für Volker und so. Da frage ich mich ja, ob Sucht die ganze Zeit nur gespielt hat und mich hintergeht. Oder ob ich den Arschlock noch kriege irgendwann. So, hey. Ja, sehen, du alter Sack. 3500 Gold, ey, der Wichser. Ich lehre mich, ein Meister der Alchemie zu werden. Du bist ein neugieriger junger Mann, nicht wahr? Neugierde ist der erste Schritt zur Alchemie. Vergiss das nicht. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Danke, danke. So, lass mal handeln. Lass uns handeln. Okay, hat ordentlich Gold gekostet, die Scheiße. Hier ein paar Rezepte möchte ich haben. Exil, Rezepte Geschicklichkeit des Lebens. Bonus für Max. Ja, das nehmen wir mit. Das wollten wir. Mana brauchen wir nicht. Und hier der Stärke. Perfekt. Ah, war schon doppelt jetzt, Scheiße. Verstehe. Hier ist Lebens, ja, ja, ja. Mal gucken, ob wir das haben. Verstehe. So, dann gucken wir mal. Können wir die Sachen herstellen? Jo, können einiges herstellen. Wir brauchen aber Fläschchen. Die Frage ist, was stellen wir her? Mehr Stärke oder mehr Leben? Hey du! Lass uns handeln! So, Fläschchen brauchen wir. Wo sind die Scheißdinger? Ganz unten wahrscheinlich, oder? Der hat ja nicht mal welche! Meine Güte. 6 Flaschen hat er. Der Lappen. Oh Mann. Warte mal, das kann nicht sein. Hat Gretel draußen welche? Wenn wir einmal beim Punchen sind, dann werde ich es auch gleich richtig machen. Und ich werde die Hälfte vergessen. Lass uns handeln. Bei mir findest du nur die besten Waren. Ja, und wir nicht. So, gucken wir mal. Perfekt, nehmen wir alle mit. Hier, und du kannst meine Rüstung verbessern.
Verbessern wir die nochmal? Nee, ist mir Gold nicht wert. Und so viele Punkte bringt es ja auch nicht. Da kaufe ich mir noch ein paar Zutaten oder Tränke. So, stellen wir ein paar her. Diese scheiß Kronstöcke. Ja, wir machen Stärke. Jo, davon nehmen wir auch noch einen mit. So. Funktioniert ja gar nicht. 128? Doch, okay. Wollte gerade sagen. Hatte kurz Angst. So schön. 143. Bessere Waffe, bitte. Geiler Ding. Hey, du. Lass uns handeln. Ah, was kostet denn mehr? So ein Kronstöckel? 500. Was kostet so ein Trank? 1500, okay, doch. Nehmen wir die Beete noch mit. Nee, wir sparen erstmal noch. Können wir später auch noch machen. So, sind wir hier fertig eigentlich? Dann machen wir jetzt ein Nickerchen bis zum nächsten Morgen. Dann lassen wir uns von so einem Läufer zum Weingut bringen. Also bessere Armbrust können wir auch tragen jetzt, oder? Ne, 7 Stärkepunkte noch. Okay. Ich kann nicht ewig so weitergehen. So, war der Läufer jetzt? Ach, der war unten. Beim Bauernhof. Hey, du. Bring mich. Zu Valerius Weingut. Na klar. So, der Ring des Wassers. Ich hätte mir denken können, dass der Anführer des Ring des Wassers nicht mitten im Weingut auf mich warten würde. Ich werde mich auf den naheliegenden Wegen umsehen müssen. Ich bin sicher, er ist irgendwo in der Gegend. Naja, gucken wir mal. Wir speichern. An sich ist die Folge schon rum. Hier vielleicht irgendwo? Nee. Ist
Hier oben waren auch noch zwei Waage gewesen, oder? Die mich mal belästigt hatten. Boah, keine Ahnung. 10 Folgen oder so. Wo sind denn die hin? Da sind sie. Die Schweine. Zwei Hits, sie sind niedlich. So, hätten wir auch. Ja, wo wartet jetzt der Typ? Muss auch mal gucken, wo waren wir eigentlich noch nicht? Nee, falsche Map. Seemanns Ruh waren wir. Waldai Ruin, da waren wir noch nicht. Bermals Hof waren wir. Bernsteinküste waren wir. Araxos Goldmine, da waren wir auch noch nicht. Da könnten wir mal hin. Silber waren wir. Valerius Weingut waren wir. Königin Mine. Kloster waren wir auch noch nicht. Nebelmarschen waren wir. Tödliche Marschen. Ja, wir waren überall, außer beim Kloster, bei der Mine, bei den Ruinen. Die drei Orte fehlen noch. Der Kloster kommt wahrscheinlich als nächstes per Hauptquest. Dann könnt ihr mir vorstellen, die Wada, Ruin. Ja, und die Araxos Goldmine kommen wir vielleicht gar nicht mehr hin. Weil die vielleicht im Laufe, wenn wir ja bei der Händlergilde angeheuert hätten, dann wären wir da vielleicht hingekommen. Aber dann, wenn wir kurz am Ende nicht hinkommen, schau ich's mir so mal an. Wir wollen ja alles mitnehmen. Oder so viel wie möglich auf jeden Fall. Wer weiß, wann ich die Mod nochmal spiele. Falls überhaupt, man weiß es nicht. Und wenn, dann frühestens auch erst in 1-2 Jahren. Allerfrühestens. Da ist er ja. Gut Leute, dann würde ich sagen, bin ich den Part an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne mal ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein!